Sehr interessant auf jeden Fall. Aber hey, wenn es mehr schützt, dann schützt es mehr, ne? Das ist schon ein Unterschied, wenn es nicht schützt und schützt. Guck mal, ein Wagen. So, jetzt nehmen wir es auch mit dem Riesen auf. Wo ist er? Was ist denn das? Ich glaube, hier war mal ein Riese, ne? Nee, die sind am Baum. Hallo, da steht was drin. Ah, ja. Ist Gold? Nein, aber ein Schwanz. Das habe ich auch. Profil Lollix DHD. So, wie gehen wir nach Weitlauf? Dann gehen wir ein bisschen was ablegen. Obwohl, wir könnten es eigentlich direkt verkaufen. Wir sind nicht alles immer sammeln, ne? Eigentlich. Aber es ist Nacht, das heißt, die Kriegsjungfrau. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Ach, und Beileid. Das war's dann wohl. Ich muss los. Erbschaft? Testament. Ilian. Im Namen von Yao Ignunda haben wir die traurige Pflicht, euch über den Tod von Ragnar zu informieren. Ragnar hat euch ein Erbe von 100 Goldstücken vermacht. Der Hof des Jarl hat eine gesetzliche Steuer in Höhe von 10 Goldstücken erhoben. Die übrige Summe wurde einem Vertrauensvorsitzenden zur Überbringung übergeben. Auch wenn der Tod des Jarl an diesem Tag gemeinsam mit euch trauert, in der Hof, also, so finden wir Cross in Wissen, dass Ragnar sowohl über Freunde als auch über Wohlstand verfügte, den er weitergeben konnte. Möge dieses Erbe euch eure anhaltende Treue zueinander erinnern und die Mittätigkeit des Jarl, die euch beiden galt, noch gilt. Wo die ist. Fußball? Ah, ne, das geht bei denen nicht. Naja, gehen wir nach Hause. Na, ist Blaze auch hier? Hi. Hey Papa, willkommen daheim. Moin. Hey Papa, ich habe hier etwas für euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Eine Perle. Achso, ja. Nach dem Fest ist eigentlich ganz schön. Ich hab was für dich. Ein Geschenk für mich? Wie schön! Vielen Dank, Papa! Das hoffe ich zumindest. Hier ein grüner Apfel. Danke. Okay. Ihr Zutaten. Wait a minute. Brauche doch eine junge Handgreife. Nein. Wir gehen mal schlafen. Aber zuerst. Hier hätte ich ja Kleidung drin, ne? Nee, hier hätte ich Waffen drin. Hier ein bisschen was ablegen. Beispiel. Boah. Das war bei Jack. Ein Stab. Ein Zweihänder.
Nordpol. Und hier Kleidung. Nicht schlafen. Automatische Speicher. Überwacht und grüßt die Liebe eines Vaters. Sonstiges. Obwohl hier... Okay, wir gehen mal verkaufen. Wir gehen einfach mal verkaufen. Jetzt sind wir schon aus Versehen alles genommen haben. Wir gehen zwar nicht alles verkaufen, aber... Ich finde schön, dass ich eine Stunde geschlafen habe, ne? Zu dumm, um zu schlafen. Nicht jeder. Eisherbst. Eisherbst. Nicht eiserner Herbst. Eisherbst. Du erwachst schon wieder. So. Wir machen's nochmal. Guten Abend. Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Beletor in seinem Laden auf. Hatte ich gerade vor. Ein schmieriger kleiner Wandler, aber seine Waren sind gut. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Alles steht zum Verkauf. Ja, oh, ich etwas hiervon, hab was zu verkaufen. Was davon? Und zwar viel. Beispiel hier Drachenschuppen. Ein Granatstein. Und ein Holzteller. Und eine Kraffe. Und ein Korb. Und eine Kuhfell. Und eine Papierrolle. Drei Schalen. Nochmal eine Schale. Nochmal eine Schale. Zwiebelsandige Pelz. Also. Dann hier hast du nochmal zwei Tassen. Bitte kommt wieder. Du hast ja kein Geld. Kommt wieder. Ich hab nur kein Geld. So, den Rest der Ware verkaufen wir einfach in Flusswald. Können wir wieder einen Huhn töten, ne? Oh, dieses Mal könnte ich mich wenigstens durchsetzen. Achso, und Stufenaufstieg. Machen wir jetzt gleich. Ich möchte Gesundheit leveln nochmal. Und Redekunst. Einkaufspreise. Niedriger Verkaufspreise höher. Ich hätte das vorher machen sollen. Naja, guten Tag. Ist ja wurscht. Kann ich hier noch ein bisschen Kohl mitnehmen. Judentochter her. Ja, schon. Die Göttlichen sind euch hold. Vielen Dank. Danke. Oh, etwas hiervon, etwas davon. So, wir fangen diesmal von unten an. Wolfsbiss kannst du haben. Behalte ich. Mondstein. Behalte ich. Rollschädel. Kannst du haben. Teller kannst du haben. Säbelzahntiger Pelze. Kannst du haben. Hier ein paar Drachenschuppen.
Also gut. Den Rest lassen wir. Warum brauche ich? Das ich brauche eine. Ding, ne? Eine Goldmine. Es bedeutet hier uns so viel, dass Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Zum nächsten Mal. Jo. Mal zumindest wieder ein bisschen leerer. Und immer noch viel zu viel Sonstiges, aber hey. Ja, werden wir in der nächsten Folge einen Platz für diese ganzen Schrottteile gefunden haben und vielleicht auch mal die Audioprobleme ein bisschen behoben haben? Eine gute Frage. Wir werden es sehen. Bis dahin und ciao.